welchem Verhältnis stehen Wissenschaft und Religion, Denken und Glaube? In diesem Predigtvideo bekommst du Gedankenanstöße, um deine Position zu überdenken. Egal, ob du ein überzeugter Gläubiger oder ein Skeptiker bist. Und wenn du dranbleibst, wirst du etwas mit Wow-Effekt zu sehen bekommen. Ich habe vor, zwei faszinierende Videoclips einzuspielen. Wir befinden uns in der Serie Warum Gott? Nach dem gleichnamigen Buch von Timothy Keller. Ich heiße Franz Rathmeier, bin Theologe und arbeite ehrenamtlich in der Freien Christengemeinde Steyr mit. Mir wurde das Thema gegeben: Hat die Wissenschaft das Christentum widerlegt? Da gibt es durchaus verschiedene Sichtweisen und die Stimmen mancher tönen besonders laut und schrill, wie etwa diese hier. Ich stelle die These auf, dass der Glaube eines der größten Übel dieser Welt ist, vergleichbar mit dem Pockenvirus, aber schwieriger auszurotten. Glaube als eine Überzeugung, die nicht auf empirischen Indizien beruht, ist der größte Makel jeder Religion. Diese Stimme gehört Richard Dawkins, einem emeritierten Professor für Zoologie und Evolutionsbiologie in Oxford, England. Er hat ein provozierendes Buch mit dem Titel »Der Gotteswahn« geschrieben und bekämpft missionarisch jede Form religiösen Glaubens. Er steht auch voll hinter dieser Aussage. Leidet ein Mensch an einer Wahnvorstellung, so nennt man es Geisteskrankheit. Leiden viele Menschen an einer Wahnvorstellung, nennt man es Religion. Darum äußert sich Dawkins herablassend über jene, die glauben, es brauche ein intelligentes Wesen, um die Welt ins Dasein zu bringen. Es ist absolut vertretbar zu sagen, wenn Sie jemanden treffen, der behauptet, nicht an die Evolution zu glauben, dass diese Person unwissend, dumm oder verrückt ist. Hört man auf Wissenschaftler wie Dawkins, dann könnte man meinen, denkende Menschen müssen sich von der Vorstellung verabschieden, dass es außer Materie noch etwas Geistiges geben könne. Du und ich, wir müssen uns entscheiden zwischen Denken und Glauben. Entweder oder, aber beides zugleich gehe nicht. Entweder du bist Wissenschaftler oder du bist ein Gläubiger. Niemand könne ein guter Wissenschaftler sein und dabei noch an Gott glauben. Die Weltanschauung von Dawkins nennt man wissenschaftlicher Naturalismus. Was ist damit gemeint? Der physikalische Kosmos ist alles, was existiert. Alles Existierende besteht aus Materie oder entsteht aus Materie, wenn es nur durch Zeit, Zufall und Auslese eine genügend hohe Komplexität erreicht hat. Es gibt keine geistliche Welt, keine Götter, Engel oder Dämonen, kein Leben nach dem Tod, keine moralischen Absolute, Gut und Böse, keinen objektiven Sinn des Lebens. Nach Dawkins ist die physikalische Wissenschaft der einzige Weg, um gesichertes, verlässliches Wissen zu erlangen. Andere würden wohl sagen, es ist zumindest der weit überragende Weg. Naturalismus wird an unseren Unis und in den Schulklassen unserer Kinder und Enkel gelehrt. Er nimmt für sich in Anspruch, die einzig objektive Sicht der Welt zu sein, weil er angeblich allein auf dem beruht, was man beobachten, messen und erforschen kann. Wie sieht dann ein Naturalist die Religion? Vor Jahrtausenden diente der Glaube an ein höheres Wesen, primitiven Menschen im Überlebenskampf. Doch inzwischen wissen wir, dass es sich bei diesen Dingen nur um Gefühle und Vorstellungen handelt, die nichts anderes als chemische Reaktionen im Gehirn sind. Götter, aber auch Dinge wie Schönheit, Moral oder Liebe sind letztlich nur semantische Begriffe und nicht reale Größen, die außerhalb der chemischen Reaktionen im Gehirn existieren.
Hat die Wissenschaft das Christentum widerlegt? John Lennox, ein anderer Professor aus Oxford, hat die Frage bei einem Vortrag in Wien so formuliert: Hat die Wissenschaft Gott begraben? Lennox ist der Überzeugung, dass das nicht der Fall ist. Er ist ausgezeichneter Mathematiker und überzeugter Christ. Öffentlich debattiert er mit seinen atheistischen Kollegen und zeigt auf, dass die Positionen, die sie vertreten, logische Schwachstellen haben. Die Behauptungen von Dawkins und anderen Vertretern des Naturalismus basieren nämlich nicht nur auf wissenschaftlich erhärteten Erkenntnissen, sondern auch auf Annahmen, sogenannten Prämissen, die wissenschaftlich nicht bewiesen oder widerlegt werden können. Sie sind philosophischer, geistesgeschichtlicher Natur. Der eigentliche Konflikt ist, nach Lennox, nicht der zwischen Wissenschaft und Glaube, sondern der zwischen Naturalismus, das heißt der Erklärung des Universums ohne einen intelligenten Schöpfer, und Theismus, Gott schuf alles aus nichts. Beide Erklärungsmodelle beruhen dabei auf Glauben. Auch manche atheistischen Wissenschaftler stimmen dem kämpferischen Dawkins nicht in allem zu. Der Philosoph und Atheist Thomas Nagel stellt die Behauptungen von Dawkins über die Verlässlichkeit unseres Verstandes in Frage. Und Timothy Keller fasst das so zusammen: Die Evolutionisten sagen, dass dann, wenn Gott uns plausibel erscheint, dies nicht daran liegt, dass es ihn gibt, sondern nur daran, dass dieser Glaube in der Vergangenheit gut für unser Überleben war und wir ihn daher in unserer Hardware mit uns schleppen. Aber wenn unser Verstand uns nicht die Wahrheit über Gott sagt, warum sollte er uns dann über irgendetwas anderes, einschließlich der Evolutionswissenschaft, die Wahrheit sagen? Wenn unsere kognitiven Fähigkeiten uns nur das sagen, was wir zum Überleben brauchen, und nicht das, was wahr ist, wie können wir ihnen dann noch vertrauen? Ich komme zur Ausgangsfrage zurück. Hat die Wissenschaft den Glauben an Gott widerlegt? Ist es wahr, dass man zwischen Glaube und Wissenschaft wählen muss? Zu beiden Fragen können wir ein klares Nein sagen, auch wenn wir keine studierten Wissenschaftler, Theologen oder Philosophen sind. Hier sind zwei Gründe. Es gäbe mehr, aber zeitlich gesehen kann ich nur zwei anführen. Erstens, es gibt auch 2020 und nicht nur in den vergangenen Jahrhunderten zahlreiche Top-Wissenschaftler, die sich offen dazu bekennen, an einen Schöpfergott zu glauben. Ein Beispiel von vielen will ich hier anführen: Francis Collins. Auf dem österreichischen Science-Blog AT wird über ihn das Folgende geschrieben: Mit mehr als 1400 wissenschaftlichen Publikationen und einem H-Faktor 127 gehört Collins zu den weltweit renommiertesten, meist zitierten Wissenschaftlern. Dementsprechend umfangreich ist seine Liste an Auszeichnungen und Mitgliedschaften in den angesehensten Organisationen. Der H-Faktor drückt aus, wie oft ein Wissenschaftler zitiert wird. Einen H-Index von 60 und höher nach 20 Jahren Forschungsaktivität wiesen laut Hirsch, da kommt das H her, nur einzigartige Persönlichkeiten auf. Und Collins hat einen Faktor 127. Er ist ein Pionier der Genforschung. Er war Direktor des Humangenomprojekts, welches im April 2003 in der Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes gipfelte. Seit 2009 leitet er die Nationale Gesundheitsbehörde der USA bis auf diesen Tag. Francis Collins wuchs total atheistisch auf. Erst während seines Medizinstudiums kam er durch die Frage,
einer im Sterben liegenden jungen Patientin, die aber aufgrund ihres Glaubens an Jesus großen Frieden hatte, ins Nachdenken über geistliche Dinge. Sie fragte ihn: Und Sie, Herr Doktor, was glauben Sie? Er musste zugeben, dass er sich noch nie mit Religion befasst hatte. Aber als Wissenschaftler begann er, auch diese Frage ernsthaft anzugehen. Und nach ein paar Jahren fand er zum Glauben an einen persönlichen Gott, der sich um uns kümmert, und schenkte Jesus Christus sein Leben und sein Vertrauen. Francis Collins steht zu seinem Glauben inmitten der wissenschaftlichen Welt. Und hier nun einige Aussagen von ihm. Ich habe einen ganzen Stab von Forschern angeleitet, die 3,2 Milliarden Buchstaben des menschlichen Erbgutes zu lesen. Das Vorlesen aller Buchstaben der DNA würde mit einem Buchstaben pro Sekunde und ohne Unterbrechung 31 Jahre dauern. Ausgedruckt auf Papier und gebunden ergebe der DNA-Code einen Stapel Bücher von 170 Meter Höhe. Und diese Codes haben wir alle in jeder Zelle unseres Körpers. Als gläubiger Christ sehe ich die DNA, die Informationsmoleküle allen Lebens, als Sprache Gottes und die Eleganz und Komplexität unserer eigenen Körper sowie den Rest der Natur als Reflexion von Gottes Plan. Ich habe herausgefunden, dass es eine wunderbare Harmonie zwischen den komplementären Wahrheiten von Wissenschaft und Glaube gibt. Der Gott der Bibel ist auch der Gott des Erbgutes. Gott kann in einer Kathedrale oder in einem Labor gefunden werden. Auf dem Weg zur Erforschung von Gottes majestätischer und erhabener Schöpfung kann die Wissenschaft sogar zu einem Mittel der Anbetung werden. Francis Collins stellt Gott an den Anfang von allem, was existiert, und erkennt seine Weisheit und Macht in der Schöpfung. Gleichzeitig ist er ein im wahrsten Sinn des Wortes ausgezeichneter Wissenschaftler. Das beweist meiner Meinung nach hinreichend, dass man nicht zwischen Glaube und Denken wählen muss. Wissenschaft und Glaube an Gott schließen sich nicht gegenseitig aus. Bevor ich mein zweites Argument bringe, will ich dir zwei Videoclips zeigen, die mit dem Wunderwerk Zelle und diesen Forschungen am menschlichen Erbgut zu tun haben. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes.
the nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Cells are full of specialized components that perform functions vital to their existence. But how do these components get to the right locations inside the cell to perform their functions? For larger components, a transportation system is needed. Meet the kinesin. Masterpieces of microengineering, kinesins are miniature motorized machines that carry cargo from one part of the cell to another, walking along self-assembling highways called microtubules. Known as the workhorses of the cell, kinesins have 2 feet, or globular heads, that literally walk 1 foot over another along the microtubule, pulling their cargo to its destination. Each foot possesses 2 special locations, called binding sites, that interact with other molecules. One site attaches to the microtubule and the other binds with ATP, the energy molecule of the cell. When 1 foot binds with ATP and uses its energy, the foot flips over, resulting in the walking motion. Each foot has a short neck, which is connected to a strand of a long coiled stalk. At the end of the stalk is a fan-shaped tail, which holds tightly to the cargo being transported. Kinesins can carry cargo that are many times their own size. Sometimes a kinesin is in danger of getting stuck on the microtubule highway because of blockages caused by other cellular components.
To get around such obstacles, multiple motor proteins may be used to carry a single piece of cargo, together providing enough force to break free. Kinesins typically walk away from the center of the cell and toward the cell's periphery. The kinesin's 2 feet work together efficiently, with 1 foot holding fast to the microtubule, while the other releases itself and takes a step forward. This coordinated stepwise movement allows kinesin motors to walk as many as 100 steps per second, moving about 8 nanometers with each step. When not carrying cargo, kinesins can shift to energy-saving mode to conserve fuel until their next job. The kinesin plays a vital role in many cellular processes, not just transporting materials, but also aiding cell replication. The walking kinesin molecular machine, another example of intelligent design. Wenn es dir ähnlich wie mir ergeht, wirst du diese Animation von den Kinesinen so schnell nicht wieder vergessen. Und genau diese Vorgänge spielen sich jetzt in unserem Körper millionenfach ab. Mein zweites Argument, warum die Wissenschaft Gott nicht begraben hat und auch nicht kann, kommt aus der Bibel. Diese spricht davon, dass es ein und derselbe Gott ist, der sich in der Natur, in der Menschheitsgeschichte, in den Büchern des Alten und Neuen Testaments und vor allem in Jesus Christus geoffenbart hat. Die Spuren Gottes in seinen Werken, die er geschaffen hat, wollen uns zu ihm hinführen. Schauen wir uns jetzt einen Text aus dem Römerbrief an. Zu dieser Botschaft des Evangeliums bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Ich will daraus 5 Punkte hervorheben. Erstens, der Glaube ist Mittel zum Zweck. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine gute Nachricht, denn es sagt dir und mir, wie wir unsere Bestimmung verwirklichen können. Wir existieren, um mit dem ewigen Gott Gemeinschaft zu haben. Doch solange wir von ihm entfremdet sind, leben wir an unserer tiefsten Zweckbestimmung vorbei. Das Leben mit Gott wird uns durch den Glauben zugänglich, weil dieser uns aus der Gottesferne ins Vaterhaus zurückbringt. Der Schöpfer verrät sich als zweites. Der ewige Gott, der alles durch sein Wort aus nichts geschaffen hat, offenbart sich in seinem Handwerk. Er lässt etwas von seinem Wesen durchschimmern, von seiner gewaltigen Macht, seiner unglaublichen Intelligenz, seinem Sinn für Schönheit und Humor. Ich kann mich erinnern, wie ich einmal irrsinnig gestaunt habe über Gottes Kreativität, als ich im Frankfurter Zoo transparente Fische sah. Überall, in jedem Tier, in jeder Pflanze, in jedem Stein, sowohl in den 2 Billionen Galaxien mit jeweils hunderten Milliarden Sonnen, als auch im Mikrokosmos der Zellen,
sehen wir unzählbare Hinweise auf ihn, den intelligenten Urheber. Es sind Hinweise, nicht zwingende, jede andere Möglichkeit der Erklärung ausschließende Beweise. Gott will nämlich, dass unser Vertrauen in ihn eine Wahl, eine freie Entscheidung und kein Zwang ist. Ein drittes, wir können die Hinweise Gottes erkennen. Mit unserem Verstand können wir die Fußspuren des Schöpfers im Universum erkennen. Unsere Beobachtungsgabe und der uns innewohnende Wunsch, den Dingen auf den Grund zu gehen, die Welt zu erforschen und sie uns nutzbar zu machen, ist der Anfang der Wissenschaft. Gott will ja, dass wir viel von dem entdecken, was er in die Natur hineingelegt hat. Er hat sie uns anvertraut, damit wir sie erforschen, sie pflegen und Nutzen für Mensch und Natur daraus ziehen. Ein viertes. Mit Erkenntnis kommt Verantwortung. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es einen Konstrukteur dieser wunderbaren Erde und des Lebens geben muss, dann stehen wir vor der Entscheidung, was wir mit dieser Erkenntnis machen. Wir können uns darauf einlassen oder wir können sie ignorieren oder sogar bekämpfen. Darauf einlassen hieße Gott die Ehre geben, ihm danken, das eigene Leben und diese Welt als anvertrautes Gut ansehen und uns dafür bedanken, eine Beziehung zu ihm suchen und anstreben, uns an ihn wenden. Wenn wir das tun, wird Gott uns mehr von sich offenbaren. Wenn wir es aber nicht tun, hat das auch Konsequenzen. Er will uns immer noch zu sich ziehen, doch wir verlassen die innere Haltung, die es uns ermöglicht, mehr von ihm zu empfangen. Stattdessen versteigen wir uns in unserem Denken und unterdrücken die Wahrheit. Paulus hat es ja so formuliert, sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen wurde es finster. Weil sie sich für so klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Wenn wir Wahrheit lieben, anstatt sie zu unterdrücken, weil sie nicht in unser Konzept passt oder unbequem ist, wird Gott uns weiterführen auf dem Weg der Erkenntnis. Wir werden mehr und tiefer erkennen, wer er ist, was er von uns will und wie wir leben sollen. Wenn wir jedoch die Suche nach Wahrheit aufgeben und das, was wir von Gott erkennen können, verwerfen, sind wir dem Irrtum, der Lüge und der Verführung preisgegeben. Wir werden die absurdesten Dinge glauben, weil wir vernünftigen Glauben an Gott verweigern. Und ein letztes. Du hast moralisches Empfinden, weil es Gott gibt. Paulus erwähnt den Zorn Gottes. Als Christen möchtest du vielleicht diesen Ausdruck am liebsten nicht in der Bibel lesen, weil du meinst, er stoße Menschen ab. Und wenn du kein Gläubiger bist, spottest du eventuell über diesen strafenden Gott. Doch was hieltest du von einem Gott, der angesichts von Konzentrationslagern, Völkermord oder Kindesmissbrauch keine Gefühle zeigen würde? Selbst überzeugte Atheisten können Zorn empfinden, wenn Menschen und Strukturen anderen Menschen Unrecht oder Qualen zufügen, oder nicht? Und Gott sollte das alles apathisch an sich vorbeiziehen lassen und nicht zornig werden? Das wäre nicht der Gott der Bibel. Auch Jesus wurde zornig, aber nicht über die Sünder, sondern über die selbstgerechten religiösen Leiter der damaligen Zeit. Laut Heiliger Schrift wird es ein Weltgericht geben und der gekreuzigte und auferstandene Jesus wird der gerechte Richter sein. Gerechtigkeit wird siegen, nicht das Böse, nicht das Unrecht, nicht die schlauen Schurken, die sich womöglich ein Leben lang der irdischen Gerichtsbarkeit entziehen konnten. Vor dem jüngsten Gericht wird es kein Entrinnen geben. Und darum, so glaube ich, ist die Offenbarung von Gottes Liebe wie auch von seinem Zorn wahr, notwendig und heilsam. Gott hat alles getan, damit wir Menschen sein Zorngericht nicht erleben müssen, sondern vor ihm, vor Gott bestehen können.
Er vergibt alle unsere Schuld, weil Jesus die Strafe getragen hat. Aber das wird uns nur dann zuteil, wenn wir im Glauben zu ihm kommen und sein Heil auch annehmen. Wer wie Dawkins glaubt, nur das natürliche Universum sei real und eine geistliche Welt oder absolute Werte gäbe es nicht, der hat eigentlich keine intellektuelle Basis für Moral. Ich komme zum Schluss. Was kannst du mitnehmen in die Woche? Wenn du eher zu den Naturalisten gehörst und denkst, alles könne auf natürliche Ursachen und Prozesse zurückgeführt werden, ohne einen Gott, wenn du dir aber dabei vielleicht doch nicht ganz sicher bist, frage dich ehrlich, ob du wirklich die Wahrheit über die Existenz Gottes wissen willst, auch dann, wenn es dich etwas kosten würde, dich ihm zuzuwenden und dein Leben auf ihn auszurichten. Wenn du von ganzem Herzen die Wahrheit herausfinden willst, rate ich dir zu einem einfachen, aber nicht ungefährlichen Gebet. Gott, ich will die Wahrheit über dich und über mich erfahren. Zeige mir ein Stück mehr davon. Amen. Und dann pass auf, was passiert. Und wenn dir etwas klar wird, mach den nächsten Schritt. Wenn du gläubig bist und von Gott als Schöpfer des Universums überzeugt bist, nimm Folgendes mit. Dankbarkeit und Gehorsam führen zu mehr Licht und Offenbarung. Um Gott besser kennenzulernen, musst du bereit sein, dich auf das einzulassen, was er dir zeigt. Willst du das? Dann bete folgendes kurze Gebet. Herr, ich will dich besser kennenlernen. Zeig mir den nächsten Schritt, den ich machen soll. Amen. Schön, dass du dabei warst. Gott segne dich mit großem Staunen über seine Antwort. Und wenn du etwas erlebst, das dich wirklich berührt, würde ich mich freuen, wenn du mir das schreibst. predigt@fcg-steyr.at. Unterhalb des Videos findest du in der Beschreibung Hinweise auf verwendete Quellen, hilfreiche Bücher, Webseiten und Videos. Servus, bis zum nächsten Mal.